In diesem Video wollen wir uns mal die Seite geikai.com anschauen. Link findet ihr in der Beschreibung. Das ist eine ganz besondere Seite, die ihr vielleicht so noch nicht gesehen habt, diesen Service, den die anbietet. Und zwar seht ihr schon, es geht irgendwie um Spiele. Ich gehe mal hier oben auf Showcase, da sehen wir dann die ganze Auswahl der verfügbaren Spiele. Ich bin hier ganz normal im Browser, ich habe nur oben die Adresszeile ausgebildet, damit ihr es besser seht. Also ich benutze Firefox. Um die Seite zu benutzen, braucht ihr das Java Runtime Environment, findet ihr auf java.com, Link ist auch in der Beschreibung. So, was kann jetzt also die Seite? Ihr seht hier eine Auswahl von Spielen und die Spiele könnt ihr, also das sind alles Demos jetzt noch hier in dem Fall, die könnt ihr auch alle spielen und zwar mit der Besonderheit, ihr müsst nichts herunterladen und ihr müsst ihn nicht installieren, sondern ihr klickt einfach drauf und könnt die spielen. Das funktioniert folgendermaßen. Die Renderarbeit, also die Berechnungen für das Spiel, die werden auf den Servern von Gaikai durchgeführt und ihr bekommt nur noch einen Stream mit den vorfertig gerenderten Bildern. Das hat zum einen den Vorteil, dass die Spiele sich auch auf PCs spielen lassen, die halt nicht die Hardwareanforderungen von den Spielen haben oder halt auch, wenn ihr das Spiel nicht installieren wollt oder jetzt in dem Fall hier nur mal eine Demo spielen wollt, dann ist das eine ganz gute Möglichkeit. Er hat natürlich einen kleinen Lag, werdet ihr dann auch gleich sehen. Ich versuche es dann mal zu starten, funktioniert nicht immer. Ist auch jetzt nicht der erste Anlauf zu dem Video, weil Gaikai immer ein bisschen rumzickt. Ihr könnt jetzt hier kostenlos Demos spielen, ihr könnt die Spiele aber auch kaufen, dann habt ihr natürlich ganz normal Vollzugriff auf die Spiele. Jetzt können wir erstmal nur Demos spielen. Und ich nehme mal Orcs Must Die, das ist ein Spiel, das hat jetzt nicht so hohe Performance-Anforderungen. Da klicke ich einfach drauf. Ich habe jetzt das absichtlich gewählt, weil wenn man jetzt Spiele wählt, die hohe Performance-Anforderungen haben, habe ich zumindest so das Gefühl, geht oft mal was schief und ja, das Spiel startet dann nicht oder man bekommt eine Fehlermeldung, dass der Server von Gaikai überlastet. So, dann startet hier dieser Dialog. Und dann haben wir schon eine Fehlermeldung, Java ist erforderlich. Aber ich habe natürlich Java installiert, das heißt, wir müssen es nochmal starten. Das kann euch ja auch passieren, ist mir jetzt auf dem anderen Testrechner auch schon passiert. Java ist installiert, Fehlermeldung kommt, beim zweiten Mal starten kommt die Fehlermeldung nicht. Und wenn man jetzt hier auf Play with Demo klickt, kann es sein, dass man ein bisschen warten muss. Genau, hier seht ihr, ich habe jetzt einmal geklickt vorhin und jetzt startet es erst. Aber es ist schon schlecht, wenn der Java wieder erkannt steht eigentlich. Sollte das nicht passieren. Ah doch, es funktioniert. Okay, also jetzt wird das Spiel auf den Server geladen. Jetzt haben wir auf einmal Java, hurra. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt klappt, weil es ist hin und wieder hakelig. Mir ist auch schon passiert, dass ich sogar ein Spiel gestartet hat und dann ging es nicht. Ihre Bandbreite reicht nicht aus. Auch nicht schlecht. 16.000. Ping unter 40. Und nochmal. So, Java wird wiedererkannt. Und haben wir Java drauf? Ja, wir haben Java drauf. Gut. Er lädt wieder. Gegenwärtig tritt bei Ihrem Netzwerk ein erheblicher Verlust von Datenpaketen auf und noch ein Versuch. Ich zeige euch das jetzt einfach im Video, dass wenn es bei euch auftritt, braucht ihr euch nicht wundern. Also wie gesagt, ich habe hier, ich kann es mal gleich demonstrieren. Mache ich mal hier die Kommandozeile auf und ping einfach mal. Ping ich an. T-Online. Sie müssen
Das Ausführen von Java zulassen. Ach, jetzt ist die Meldung, hatte ich auch noch nicht. Also ist spannend. Ah, jetzt funktioniert's. Naja, okay. Naja, also Ping ist unter 40, wie ihr seht. Irgendwie müssen die sich dann auch was einfallen lassen. Jedes Mal, wenn dieser Ladevorgang vorgeht, frisst es bei den Ressourcen und ich kriege dann am Schluss eine Fehlermeldung und die haben auch nichts davon. Bei Diablo ist es ja so gelöst, dass die so wie so Verteidigungsringe um ihren Server aufgebaut haben und man muss erstmal in diesen Ring reinkommen. Und vorher geht noch gar nichts, um mal halt zu gewährleisten, dass die anderen Spieler in Ruhe spielen können. Aber das merkt man dann gleich und nicht so wie hier, ja. Es lädt mal das ganze Spiel rüber und dann, erst dann kommt die Meldung. So, ist da, und das ist jetzt sehr positiv. Wenn wir bis dahin durchgekommen sind, dann sollte es funktionieren. Die Seite wird sicherlich auch noch besser und es geht ja auch nur mal jetzt hier darum, das Konzept vorzustellen. Das ist ja wirklich mal was Neues. Also ich habe es vorher noch nicht so gesehen. Ich habe nur mal gelesen, in USA gibt es eine Spielekonsole, die nur auf sowas ausgelegt ist. Also da werden die ganzen Spiele auf irgendwelchen Servern gerendert. So, Spiel startet auch schon, das ist schön. Ich weiß jetzt nicht, ob wir während der Aufnahme Vollbildschirm machen können. Ton habe ich abgeschaltet, ihr hört also nichts. Ich höre auch nichts. So, das sieht gut aus, wenn es hier direkt startet. Ich hatte auch schon hier mal einen Abbruch gehabt. Sieht gut aus. Okay, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel ist, ich bin jetzt mit der Maus in diesem Fenster gefangen, also wie wenn ich im Spiel wäre. Wenn ich da wieder raus will, muss ich Umschalt-Escape drücken, dann bekomme ich hier meine Windows-Maus wieder. Ich kann hier zum Beispiel auch Vollbild machen. Das funktioniert, ich weiß nicht, ob es jetzt an der Aufnahme liegt, aber es funktioniert auf jeden Fall hier nicht. Hier oben kann ich dann auch ablesen, Verbindungsqualität, dass ich hier 30 Minuten zu spielen habe. Spiel unterbrechen, Vollbild und hier kann ich stumm schalten zum Beispiel. Okay, spielen wir mal die Demo. Nur dass ihr auch mal seht, wie das mit dem Leck ausschaut. Ja, jetzt hab's gerade lang so und go. Aber also die Demo, ich habe es ja jetzt schon mal natürlich vor dem Video gespielt. Von Oxmastai, die hat mir eigentlich ganz gut gefallen. So ein schönes Tower Defense Game mit ein paar extra Elementen. Gut, die Einführung brauchen wir nicht. Okay. Also. Ja, jetzt sieht aber der Leck ist ganz gut, glaube ich. Okay. Und die haben auch eine relativ sensible Maussteuerung. Ich habe das Gefühl, so bei so ziemlich allen Spielen eingestellt. Und dafür zieht man recht schnell durch den Leck einfach. Jetzt hier so solche Sachen passieren dann, die werden mir wahrscheinlich am Computer nicht passiert. Na gut, okay, also bauen wir mal ein paar Fallen. Gut, die Falle bauen kann ich hierhin guten Gewissens bauen, denke ich mal. Da werden sie alle drüber rennen und jo, hier nochmal eine. Hier eine. Hier eine. Hier eine. Und ich nicht, machen wir halt hier nochmal eine hin. Und mit G lassen wir dann mal die Orks drauf losstürmen. Und ich habe jetzt hier noch eine schöne Armbrust. Kann ich noch auf sie einballern. Gleich von Anfang an hier behaken. Ja gut, die erste Welle ist gut abgewehrt. Jawohl, ich habe hier auch noch ein paar Mitstreiter, die werden dann versuchen, auch meine Mitstreiterchen hier anzugreifen. Gut, ich habe wieder 300, dann mache ich mal gleich hier die nächste. Ui, der wollte durch, die Sau. So. Ja, für Langsamungsfallen mache ich jetzt mal gar keine. Und da kommt die nächste Welle auf uns zugestimmt. Geh gleich mal hier hin. So.
Fackel weg. Ich weiß nicht, ob ich da auch Schaden nehme, wenn die Fallen auslösen. Das schaut doch gut aus. Dann sitzt er mal da. Ich kann auch Headshots machen, habe ich schon gemerkt beim Spielen. Kriege ich jetzt da wahrscheinlich gerade keine hin. Sieht recht ungenau hier meine schöne Armbrust. So, jetzt wird es immer mehr und ich kriege auch immer mehr Geld. Das sage ich nicht nein. Ups, jetzt habe ich sie hier. Aber wir wechseln. Da muss ich auch aufpassen. Die gehen dann nämlich auf meine. Oh Gott. Auf meine Mitspieler. Gut, die haben sie erwischt. Gut, dann kommt die nächste Welle. Ich mache jetzt aber mal hier doch mal ein paar Verlangsamer. Kann ich schön auf die schießen, während sie da drüber laufen. Jetzt wird es hier noch ein Let's Play. Na gut, das erste Demo-Level. Aber ihr seht schon, es geht eigentlich recht flüssig und naja, die Auflösung ist jetzt nicht die höchste, ist keine HD-Auflösung, aber ist auf jeden Fall ansehnlich. Soll sich zum Beispiel eignen halt für iPads oder sowas, die halt nicht, oder Netbooks. Netbooks wahrscheinlich eher, weil hier brauche ich ja schon Maus und Tastatur. Aber die halt eben nicht die hohe Hardware haben, um solche Spiele selbst zu rendern. Also vielleicht das Spiel schon noch, aber da gibt es ja auch noch andere, die Mass Effect 3, was habe ich gesehen? Ja, die halt wahrscheinlich Crysis 2, da werden sie witzig schon so eine Netbook-Hardware schwer mit tun. Weil er mal wild in die Menge hier. Punkte blob, oder beziehungsweise Geld ist das ja, bloppt hier immer wieder auf. Ich weiß gar nicht, was für was ich es noch ausgeben soll. Gut, ich kann nochmal so eine Verlangsamungsfalle hier bauen, aber ob das so viel bringt, keine Ahnung. So. Uiuiui, jetzt habe ich ein bisschen blöd gebaut, aber gut. Behaken wir sie mal wieder. Und da komm her, Diggerchen. Alles klar. Jetzt tanzt er, jetzt hat er also quasi seine Mission geschafft. Okay, also mehr brauchen wir jetzt glaube ich nicht spielen. Ihr könnt es ja selbst ausprobieren, falls es mal bei euch funktioniert. Und nicht wundern, ihr habt es ja gesehen, nicht so einfach da erstmal reinzukommen.